Willkommen, ihr Coolen, in Satisfactory in der Episode Nummer 33. Ich war fleißig. Nö, war ich eigentlich nicht so wirklich. Ich habe bloß kurz zwei Hard Drives besorgt. Die eine müsste schon fast durchgelaufen sein. Ist so. Lass mal kurz gucken. Fuel brauche ich nicht. Alternate zum eigentlich auch nicht. Und das brauche ich eigentlich auch nicht. Welches Übel nehmen wir denn hier am meisten? Nehmen wir mal die einen Ingots, oder? Plastik hätte ich genug, aber ganz ehrlich, so viel Iron Plates brauche ich auch nicht. Und dann machen wir so. Ich habe hier noch eine Hard Drive in der Kiste. Die schmeißen wir gleich an. Achso, andersrum. So. Und ansonsten müssen wir wieder bauen. Und zwar einmal die Oszillatoren. Und dann auch die Supercomputer. Müssen wir da ein bisschen umbasteln, weil momentan kommen die Quarzteile hier an. Und die müssen da irgendwie rüber. Muss ich was überlegen, wo ich jetzt wieder reinbaue, wo noch sinnvoll Platz ist, weil ich brauche auch die großen Manufacturer-Teile dafür. Und teilweise auch Plastik und sonst was. Also wäre es vielleicht sinnvoll, dass ich das irgendwie hier gleich direkt hinten anbaue. Weil hier habe ich eh schon Plastik und Rubber oben. Kicken wir mal, ne? Ich bin auch nicht in dem Modus, dass ich jetzt hier anfange, einzelne Gebäude zu bauen. Mache ich gerade irgendwie noch bewusst. Weil momentan muss ich erstmal gucken, dass ich alles überhaupt baue, bevor ich mich jetzt hier irgendwie auf irgendwas spezialisiere. Weil es gibt noch ein bisschen was an Research und auch sonst irgendwie tolle Sachen. Deswegen würde ich jetzt erstmal gucken, dass ich alles baue. So, Supercomputer. Ist ja eigentlich fast alles hier ums Eck. Machen wir das doch zuerst mal. Computer. Sind da drüben. Kann man eigentlich komplett hier mal ganz kurz abgreifen. Wir machen jetzt hier 7 einen Splitter hin. Dann einmal Anbindung hier, einmal Anbindung da. Momentan weiß ich jetzt noch nicht, was ich mit diesen Sondersachen hier mache, die ich ja nicht sonst nicht wirklich brauche, aber vielleicht kommen die irgendwann mal noch in einem schönen Sondergebäude rein. Mal gucken. Ist ja noch ein Stückchen hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier nicht zu eng gebaut haben. Dass ich hier vielleicht noch ein Band durchkriege. Ist das ja eigentlich die einzigste Stelle oder was, ey? Ist ja doof. Machen wir das mal anders. Ich baue mal hier eine Pole. Nicht dahinter. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das hier durchkriegen. Traumhaft. Dann machen wir hier gleich noch eine Pole hin. Okay, müssen wir wohl einen Ticken weiter, ist aber nicht so wild. Das war zu weit. Das ist zu wenig. Hell? Ich muss nicht alles verstehen, warum das jetzt hier irgendwie too short. Ja. Aber eine Stufe ist zu weit. Das ist halt echt witzig. Naja. Dann halt nicht schön. Was soll's. Ist keine Lust, hier ewig rumzumachen. AI. Was kommt hier raus? Modular Engine. Da ist Computer. Da ist was andere. Achso, alles drunter. AI. Limited. Plastik. Plastik ist null Stress. Das kriegen wir irgendwie hoffentlich hier so traumhaft abgebildet. Machen wir auch noch eine Conway Pole hin, falls wir noch drüber müssen mit irgendwelchen paar Sachen. So. So.
So, dann haben wir hier die AI Limiter. Hätte man ein bisschen schöner bauen können. Ich nehme jetzt mal an, jetzt muss ich hier so links, links, rechts, Doppeldoor. Ja, sonst geht es nicht. Jo. Und dann ist gut, dass ich es hier gleich mal gemacht habe. Weil dann können wir mit dem AI unten drunter durch. Und das Schöne ist, wenn man mal MK5 hat, das baut, wenn es auch gebaut ist sozusagen, du hast es um was. Der Zug bringt dir dauernd schöne neue Sachen. Ja, ich weiß doch, dass ich im Weg stehe. Mache ich mit Absicht. Ameno. Eins weiter. Kann jetzt nicht wahr sein, ey. Hä? Okay. Eins weiter. Jetzt sind wir schon wieder an diesem Punkt. Das war zu viel. Eins davor ist zu wenig. Naja, ist ein sauberer Weg. Naja. Ach ja, man muss nicht alles verstehen, ne? So, Power. Übrigens hier, die Patch Notes sind heute auch wieder neu rausgekommen. Und anscheinend gibt es hier ein neues Design für die Power Poles. Wie man die jetzt noch so unterscheidet, vor allem weil das ja eigentlich, wenn ich mir das hier anschaue, also das Icon unten in meiner Leiste ist immer genau gleich. Aber die Pole, die gebaut ist, die sieht anders aus. Interesting, ne? So, High-Speed-Connector. Und das ist dann wohl zwei Ebenen drunter. Ich glaube, ich muss hier mal das Ganze ein bisschen boosten. Weil ich habe so das Gefühl, hier kommt zu wenig Plastik an. Oh, das war das Falsche. Goodie. So, dann müssen wir mal gucken. Dann machen wir jetzt mal hier. Ich hoffe mal, dass es nicht natürlich dasselbe Fenster ist. Gut. Dann machen wir hier Trick 17. Logistik. Einmal Output, einmal Output. Verbinden wir das. Und dann haben wir ja ein Drama fürs Fenster. Die, ja, ich glaube, ist ein bisschen zu eng da unten. Nur was gucken. Ich glaube, jetzt muss ich das eine Stufe höher machen. Dieses. Einmal Fenster. Dann Logistik dran. Zack, zack. Upsi. Oh, jetzt bin ich gleich tot hier, verunwegen wegen Unfähigkeit. So. Dann machen wir noch eine Pole oben drauf. Jo, so nicht. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Doch. Sehr gut. Upsi, ich werde hier irgendwie rumgeschleudert. Machen wir hier nochmal eine Stackable.
einmal ein bisschen weiter unten. Fertig. Ja, ist noch ein Ticken vor. Noch eine Paul. So. Und dann haben wir alles mal hier und die Supercomputer können dann laufen. Jo. ups. Hoffentlich geht da was vorbei. Gut. Glück gehabt. So, Storage. Gut. Teil 1. Für die anderen brauchen wir Cable Reinforced und die Quarze. Das könnte man auch tendenziell woanders bauen. Lass mal gucken. Ich glaube, das bauen wir den Stockwerk tiefer. Wir kriegen hier sowieso schon Zulauf und können hier mal sowieso Iron schon mal haben. Und Iron Copper, was sage ich? Dann könnte man die Cables machen. Hier haben wir die Eisenbarren irgendwoher. Ja, hier sieht es nach Eisen aus. Wieso steht denn das hier alles? Statue, Statue, Statue. Rotor. Oh. Finde den Fehler. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch gemacht. Soll ich nur, dass ich mein Stromnetz nicht gleich zusammenkracht, weil ich jetzt hier gerade alles anschmeiße. Okay, also dann, wir haben hier Eisen, wir haben da Kupfer und die Quarze müssen wir eh herziehen, also eigentlich ein ziemlich guter Platz. Erweitern wir das Ganze mal. Weil das, was wir für die Forschung da brauchen, das geht einfach nicht mehr. Das kriege ich einfach nicht mehr verarbeitet. Von Hand. Aber nicht mal 10 Minuten hier schon die erste Produktion hochgezogen. Ist doch geil, oder? Das war der Vorteil, wenn du allen Scheiß auf einen Platz haust und du nicht groß Gedanken machen musst, sondern einfach irgendwo das Zeug erziehst. Also ich sollte mal aufpassen, wo ich hier rumfliege, weil da ist mein Concrete. Und ich brauche jetzt kein Plastik, das können wir jetzt mal hier irgendwie einen Schredder wieder tun. Das war jetzt auch nicht. Gut. Gut, 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 gut. Die Rubber tun wir auch mal weg. Und ich glaube, ich muss dann auch gleich mal Aluminium-Sheets holen. Weil und so, ne? Ich merke gerade, ich habe hier taktisch was ein bisschen unklug gemacht. Und zwar will ich ja eigentlich unten mein Zeug und nicht oben. Deswegen es durchaus Sinn macht, oben anzufangen. Ich muss mal kurz überlegen, wie war das? Du bist Output. Und du bist Input. Ne, du bist Output und du bist Input. Okay. Input, ja, passt, okay. Ja, da kommt's doch, weil da müssen wir das nämlich so machen. Nämlich genau andersrum, weil sonst habe ich nämlich unten nie was und muss immer hoch. So haben wir das nicht. Jetzt müssen wir was gucken, ob man das irgendwie so. Luft nochmal hinkriegen, jawohl. Gut. Ist mal mein Zug hier. Nicht in Sichtweite. Aber alles leer, von daher fahren wir dann da oben drin.
Oh, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, was wir da haben. Ich habe ich nicht mitgenommen. 200, 300, ja. Also sieht erstmal nicht nach Engpass aus hier. Das erste Mal so gefühlt. Dafür habe ich herausgefunden, dass mein Crude Oil hier ein bisschen am Max ist, was geht. Also hier fließt 300 permanent, unendlich. Und das reicht nicht. Also Teile der Anlage haben keine Versorgung mehr. Naja, ein weiteres Problem, um das ich mich irgendwann tendenziell vielleicht mal kümmern werde oder auch in vielen anderen Episoden später. Weil ich will jetzt erstmal Forschung fertig machen und dann eigentlich mal gucken, wo ich meine Hauptgebäudebase dann sozusagen hinbauen will. Weil ich glaube, das ist mein Startpunkt, aber so tendenziell denke ich nicht, dass ich es hier ewig weiter hochziehen werde. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir müssen irgendwie erstmal... Achso, das könnten wir alternate machen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Du machst dann 3,8. Okay, was machst du? 5,6. Und du machst 5. Was machen wir denn? Plastics. Gut, dass ich Plastics rausgeschmissen habe, ne? Das sind meine mehr. Kann ich um Plastik klauen? Ja, sieht's aus. Wie viel haben wir da schon? 25. Ach ne, Output. 12. Ja, dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ich brauche 100 oder sowas für die Forschungen. Von daher ist alles nicht so wild. So, Manufacture. Baue ich jetzt erstmal gerade hin. Ich muss erstmal wissen, wie viel ich hier brauche. 2,5. Die Quarz haben wir so viel, das ist null Problem. Cable. Also könnte man eigentlich 5, was haben wir da? Screws und Iron Blades muss man dann halt machen. Ja, das ist kein Stress. Gut, dann ziehen wir uns mal hier die schöne. Die schöne, genau. Das schöne Eisenerz rüber. In alter guter Trickser-Manier. Missing Iron Rod. Alter, jetzt geht's los. Bring jetzt Iron Rods her. Hier. Wieso ist denn der jetzt niedriger als der andere? Ist ja interesting. Ah, da kommt er her. So. Das war halbwegs schön. Gut. Dann schmelde. Bisschen Abstand. Ich glaube, ich brauche so zwei. Splitter für das Split. Cool. Split, split. Wieso gibt denn hier nichts zum... Ja, passt. Dann Iron, Iron. Muss ich mal gucken, was der Assembler gewollt hat. 5,6. Ne, was machen wir denn hier? 5 reichen ja vollkommen. 30 Plates. 60 Screws. Konstruktor, ich muss mal kurz erstmal gucken. 20 bei 30. Okay. 20 bei 30. Da brauche ich ja einiges an den Smelter. Naja. Und dann müssen wir ja eigentlich fast 3 bauen. Das wieder
zusammenführen, wieder auseinanderbringen und das übliche Spielchen spielen. Damit es reicht. Ohne hier wieder Power Shards zu bringen. Dann brauchen wir mal kurz eine Pole. Strom bitte. Gibt's hier irgendwie Strom? Gibt's doch gar nicht. 7 von 7. Ah, 6 von 7 Glück gehabt. Oh, es könnte sein, dass ich den. Ach ne, muss ich nicht. Ich glaube, ich muss einfach nochmal die Bells hier upgraden. Bells, ja. Upgraden, damit hier ein bisschen Output hinkommt. Weil ich glaube, an die Mine, also das ist eh eine, glaube ich, eine Ridge-Mine. Von daher ist das endlich mal Forderung von dem Miner. So gefühlt zumindest. Dann bist du noch ein MK2, okay. So. Oh, der läuft ja tatsächlich hier. Machen wir 360. Ist immer noch leer. Ist dann noch ein. 480. Jetzt glaube ich nicht mehr, dass du dauerhaft leer läufst. Also es kann kaum sein. Yippie! So, Whipper, Chuck. Merch. Merch, Merch, Merch. Merch. Ein bisschen mehr ran. Also Platz voran. Zack. Split. Dann. Constructor. Komm, der geht ja schon noch hin. Menno! Dann halt nicht. Fangen wir mit dem an. Zwei brauchen wir jetzt für die Plates allein. Plate. Plate. 40. Dann machst du Rod. Du brauchst wahrscheinlich gleich einen Booster, damit wir mehr machen. Ich habe eigentlich keine Lust hier, das zweimal aufzubauen. Constructor. Groß. Ein Booster. Ach, das sind eh schon. Dann hat er jetzt erst 15, ja. Brauchte das ja nie. Ups. So war das nicht gedacht, aber schade nicht. Aber ohne Vierer denn nur. Mein Gott. Amateure am Werk hier. Dann machen wir den mal raus hier, weil das brauchen wir ja nicht. 15. Und 15. Und 15 gibt 60. So, dann haben wir genügend Platten, dann haben wir genügend Screws. Und dann können wir nämlich hier den Assembler bauen. Ich glaube, ich baue den so ein bisschen ums Eck. Baue ich denn den großen denn hin? Da muss ich eh bauen. Dann ist das ja eh wurscht. Und ich muss auch noch Cables bauen. Das kann ich, also mache ich ein bisschen links. Da
Dann gehe ich nämlich nur mit dem Band hier durch und lasse ein bisschen Platz. So. Dann brauche ich nämlich die Cables jetzt auch in der Linie runter, weil jo. Irgendwie ist das keine Ahnung, was die gemacht haben. Irgendwie geht es da wohl an der Radien jetzt oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es nicht mehr so schön hin, wie ich es eigentlich immer hinbekommen habe. Naja. So. Ich will ein Merge. Und da ich eh nur zwei habe, kann ich das so machen. 1, 2. Gehen wir gleich rechts. Ein zweiter. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ne, kann schon nicht. Okay, da geht's doch. Naja, muss nicht alles verstehen. Jetzt ist richtig gezählt, 5 pro Minute reicht. Gut, läuft. So, Teil 1 von 3. Dann bauen wir jetzt hier nochmal einen Splitter. Um mal wieder Eieren zu klauen. Gut. Um hier Cable zu machen. Also, Smelter. Ich gehe mal ein bisschen in die Mitte, weil ja die Konstruktoren ein bisschen mehr Platz brauchen. Wenn ich ja da zwei hintereinander brauche. 1, 2. So, Wire 30. Copper 30, 30, 30, Kabel bei 15. Scheiße, ja. So, okay, da war doch was. Cable braucht 30, also brauche ich 2 von denen. Gut, dass ich so eingebaut habe. Naht. Split. Weiß ich halt nicht, ob die Konstruktoren so weit hochkriegt, dass ich hier wieder rankomme. Da dachte ich mir. Gehen wir eins nach hinten. So, okay. Okay. Und das baue ich bloß wieder ein. Also Merge. Keine Ahnung, ob das hinhaut. Gut. Oh. Ich glaube, ich brauche mal neue Aluminium-Sheets. Du machst Wire, du machst auch Wire. Ups, so weit wollte ich nicht. No Power. So, sehr gut. Lauf dir schon mal an. Dann muss ich jetzt ein paar Aluminium-Sheets holen. Das reicht doch aber hoffentlich hier, ne? 30, 30, 90. Upsi, ne. Kann gar nicht reichen. 30, 30 und 90. Das soll ich reichen. Ja, okay, sammelt sich. Gut, dann gehen wir kurz Nachschub holen.
Jetzt sind wir hier fast gleich fertig. Beziehungsweise ich kann mir aber kurz, wenn ich eh schon hier bin, mir mal ein Abzweig bauen. Ich baue mal hier kurz so ein bisschen Foundations an. Aber innen durch kann ich es eh nicht ziehen. Und dann muss ich eh noch Concrete holen. Hatten wir da nicht so einen Wall Mount für... Aber die sind ja auch blockiert, das müssten wir ja dann woanders machen mit den ganzen Transportdingern nach oben. Aber können wir immer reingucken, warte mal, ich glaube, weiß ich nicht, ob die jetzt zusammenzählt. Mal gucken. Was ich hier printere, printable, genau, 23. 23 und ich habe sowieso noch irgendwelche rumfahren von irgendwann, 42, bombastisch sind 65. So, was brauchen wir jetzt hier? Genau, Conveyor. Wall Mount, die kaufen wir jetzt mal mit. Hypertube Wall Attachment, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Wall Power. MK2, MK3. Machen wir das jetzt mal beides, sind 23. Foundations. Also mal, das könnte ich auch mal brauchen, so ein bisschen, ne? Weiß ich jetzt noch nicht. Ich will mal den Spaß noch ein bisschen aufheben. Ist geil, ich will es auch ihm. Equipment, das sind bloß einzelne Sachen, das will ich jetzt gerade nicht. Parachute, Hellgas, okay, was gibt es denn hier? 25, ja, gut, meine Güte. Parts, 23, okay, da brauche ich jetzt gerade nichts. Turbo mit Drohnen, ja, das wäre nicht schon geil, aber nein. Ich bin hier, um das zu bauen und nicht über andere Sachen hier zu machen. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Die tun wir wieder zurück. Ach, die Wall Mount. Aber die wird nichts bringen, glaube ich. So gefühlt. Nochmal. Logistik, Conveyor Wall Mount. Genau, die kann ich jetzt hier an die Wand zwar hin machen. Aber da ich ja durchgehend hier meine tollen Lifts habe, muss ich hier unten noch vorbeiziehen. Also ist egal. Achso, ich wollte auch noch Concrete mitnehmen. Wäre von Vorteil. Ja, die 100 reichen dann schon. Deswegen ist eine Tür weg, dann habe ich 200, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt waren wir hier. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so super gut funktioniert, werden wir gleich sehen. Wir machen mal so eine Luftnummer. Splitter. 6. Ja, komm. Anschluss, ja. Hat der was drauf? Ja, gut, hat was drauf. Traumhaft. Dann gehen wir hoch. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Darauf. Okay, aber reicht doch. Komm mal. Wir gehen ganz vorne hoch. Gehen ein bisschen hier höher, dass wir hier über sämtliche Sachen kommen. Und dann müssen wir mal gucken, wir sind ja ganz vorne, das heißt, ich brauche hier eigentlich nochmal eine Foundation. Und dann gehen wir hier hin, dann können wir das so gerade bleiben. Und dann hier mittig, so ungefähr. Upsi. Mittig. Muss ja eh nach oben, von daher ist es wurscht. Gucken wir mal, ob wir das dann da hinkriegen.
Reicht irgendwie nicht. Ach, halte mal, wir sind ja gar nicht ganz oben. Wir müssen es auch weiter vorziehen. Jo, jo, jo. Ich bin echt gut. Der Rekord am Blödsinn bauen, ja. Ich glaube, der ist heute gewonnen. Next try. Und dann machen wir hier einmal ein Mittelfenster. Dann gucken wir mal, ob wir zu weit waren. Ja, wir waren zu weit. Nicht so wild. Kann man alles korrigieren. Das ist zwar jetzt nicht, auch nicht perfekt, aber ich hoffe, das müsste gehen. Weil jetzt führen wir den Spaß hier in den ganzen Anlagen vorbei. Wir brauchen noch ganz kurz. Hey, stopp, stopp, stopp. Mit einem Konstruktor dahinter. Cable, Power, Power. Was ist los? Hä? Oh. Gut. Gemacht. Gut. So, dann machen wir das hier mal kurz 3 breit und damit müsste ich ja eigentlich problemlos, can't afford. Cable. Ich hab gehört, du machst Cable hier. Mach mal schneller. Hopp, hopp. Ich habe jetzt keine Lust, nach vorne zu gehen. Dass wir ja alles drin haben. Ich glaube, ich wäre doch schneller gewesen, nach vorne zu gehen. Naja. Drei, zwei, eins, fertig. Dann Manufacturer. Wir gehen so rum. Ein bisschen weiter nach oben, damit wir hier problemlos überall reinkommen. Gut. Dann gehst du nämlich auf die 2. Du hier auf die Stückchen vor und dann auf die 3. Und dann. Und dann und dann und dann und dann und dann und dann. Ziehen wir diesen Spaß hier. Mal kurz einmal sauber irgendwie. Ziehen. Sehr gut. Hammerhaft. Oscillator, Strom, bisschen Cable. Give me one cable. Nein. Hab ich noch eine Pole hingebaut. Ich bin echt gut. So, let's go. Das sieht doch gut aus. Dann bauen wir wieder ins Nirgendwo tolle Sachen hin. Aber eigentlich will ich ja was in Storage Box und das wird damit fertig. Der bastelt jetzt auch. Dann können wir mal gucken, wie viel wir Supercomputer jetzt oben drüber haben.
50 ist doch schon mal was. 56. Dann gehen wir mal gucken, was wir da kurz researchen können. Und dann glaube ich, ist es eigentlich auch schon wieder ein guter Zeitpunkt, hier mal eine kürzere Episode zu machen, nach all den langen, die wir hier so veranstaltet haben. Jo. Zack. Oh. Ich glaube, in case we have a quickfire, Silica, Sulfur. Das interessiert mich jetzt gerade sowieso mal nicht. Weil Highspeed Wiring brauche ich gerade überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung, das wird irgendwie nicht mehr verwendet. Ich nehme an, dass das dann halt hier Stufe 8, 9 und 10, was da als nächstes dann irgendwann vielleicht kommt. Ich mache das jetzt Radio Control Unit, Turbomotor. Ich mache mal das, ich kann es eh nicht einschätzen momentan. Braucht das alles nicht. Dann, was haben wir hier? Research Time, Programmable Splitter, das interessiert mich gerade weniger. Die Geothermal interessiert mich viel, viel mehr, weil ich weiß da schon ein paar Spots, auch wo schon Stromkabel liegen. Und wir dann aktiv werden können, da gleich mal Strom abzuzapfen. Und ansonsten die Beacons kann ich problemlos bauen, das habe ich da. Da müssen aber bloß dieses andere, hier die Oszillatoren, müssen aktiv werden. Gut, ich würde sagen, ich lasse noch hier kurz in 1, 2, 3 Minuten laufen. Und die Forschung läuft eh, ich kann gerade eh nicht so viel tun. Ich würde dann irgendwann vielleicht mal mich auf Nuclear Waste, das Endprodukt. Es wäre gut, wenn ich so weit schon wäre, aber nein, sondern auf erstmal überhaupt die Nuklearmine, beziehungsweise ich muss auch mal Suits bauen, fällt mir gerade so ein. Dann irgendwann demnächst auf die Suche machen. Ich würde aber noch ein, zwei Sachen researchen erst, vielleicht noch fertig bauen, hier zumachen. In diesem Sinne, passt, wir haben zwei Produktionen gebaut für diese Episode, zweimal Research gemacht vom Hard Drive und beziehungsweise dann ist gleich noch die dritte Research angeschmissen, das heißt, es geht vorwärts. Wir bauen dann, glaube ich, auch erstmal ein paar Geothermal-Generatoren, um einfach das Stromproblem so ein bisschen unabhängiger zu machen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode, haut rein, habt einen schönen Tag und genießt den Tag, was auch immer ihr jetzt tut. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.